Die Ampelregierung wird ja nicht müde und versucht uns täglich weiszumachen, dass an der Teuerungsrate, der Inflationsrate, ja, der steigenden Preise der Ukraine-Krieg alleine verantwortlich ist. Aber ist es wirklich so? Bleibt's dran! Servus Christa, ich habe die Ehre, heute reden wir mal ein bisschen über die steigenden Preise, Inflationsrate oder Teuerungsrate, wie es immer wieder genannt wird. Die Ampelregierung versucht ja tagtäglich uns weiszumachen, dass ausschließlich der Ukraine-Krieg dafür verantwortlich wäre. Ich sage, naja, da ist größtenteils die EZB bzw. die EU dafür verantwortlich. Weil, hat euch irgendjemand gesagt, was wir für Inflationsrate zum Beispiel im Dezember schon gehabt haben? Da hat man 5,7%. Im Januar hat man 5,1%. Für Februar habe ich jetzt leider keine Zahlen gefunden. Also wie ihr seht, haben wir eigentlich vorher schon höhere Inflationsrate gehabt. Eigentlich seitdem die Ampelregierung besteht, seitdem das klar ist, dass Scholz Kanzler wird, explodieren die Preise. Meine Grünen, glaube ich, haben schon irgendwann mal gesagt, der Sprit muss 5 D-Mark kosten. Da sind wir ja nicht mehr weit weg und teilweise habe ich schon mehr bezahlt als 5 D-Mark. Ich habe auf meinem Telegram-Kanal immer wieder Bilder hochgeladen mit 2,33, 2,36 für einen Diesel. Ja, im März und im April lag die Inflation bei über 7% und jetzt im Mai liegt sie bei über 8% und ich fürchte, dass im Juni, die Zahlen werden am 29.06. veröffentlicht, noch höher liegen. Aber ist es die tatsächliche Teuerung? Ist es die tatsächliche Preissteigerung? Schauen Sie doch bitte nochmal Lebensmittel an. Da liegen wir bei 30% und mehr. Was sollte ich für einen Liter Milch bezahlen? Was sollte ich für Butter bezahlen? Für Käse, Fleisch, Öle und so weiter und so fort. Es ist fast nicht mehr möglich, dass eine Familie mit nur einem Geldverdiener oder eine Rentnerin oder ein Rentner sich noch vernünftig ernähren kann. Laut Umfragen verzichten schon sehr viele Menschen auf warme Mahlzeiten, weil sie es nicht mehr leisten können. Sie können sich einen Sprit nicht mehr leisten. Habe ich schon angesprochen, ich habe schon getankt für 2,33, 2,34, 2,36 für den Diesel. Aber wir haben ja den Spritzuschuss vom Vater Staat, der ja extrem verpufft ist, da der sogenannte Tankrabatt. Doch ist er wirklich verpufft? Oder würden wir sonst schon bei 3 Euro liegen für einen Sprit? Geschätzt wird eine Inflation von 6,5 bis 7% dieses Jahr. Nächstes Jahr noch für 4,5% wird geschätzt. Wobei, die geschätzten Zahlen sind schon 2 Monate alt. Mal gucken, wo die Inflationsrate wirklich liegt. Ich sage, dass es sehr, sehr schwierig wird und Ihnen wird erspart es täglich weniger. Und auch Ihre Altersvorsorge oder Ihre Rente verschwindet fast komplett. Und was war's? Wer hat schon vor Jahren gesagt, wenn die EZB so weitermacht mit Gelddrucken, dann werden wir irgendwann einmal eine große Inflation erleben. Entschuldigung, es war wieder die böse rechtspopulistische AfD. Ja, das sind die Menschen mit normalem Verstand, mit normalem Menschenverstand, die einfach logisch denken können. Aber es kommt ja nicht nur jetzt die normale Inflationsrate dazu, sondern auch die Steigerung der Energiepreise, der Strompreise. Ende dieses Jahres werden unsere letzten 3 Kernkraftwerke abgeschaltet, wo es übrigens unter Merkel vereinbart wurde. Sie hat es ja zuerst zurückgenommen und dann wieder doch nicht. Und man nutzt jetzt die Situation des Krieges in der Ukraine, um die Windräder schlagartig auszubauen. Und dann heißt es immer, der Strom aus einem Windrad, der wäre so günstig. Naja,
wenn Sie einmal die EEG-Umlage mit einrechnen würden, die Sie mit 7, 8, 9 Cent die Kilowattstunde bezahlen würden, dann ist er nicht mehr so günstig, der Windstrom. Und vor allem ist er wieder auch extrem umweltschädlich und deswegen habe ich damit ein Problem. Aber wir haben bei der Teuerungsrate, also warten Sie mal, wenn dann die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet sind, werden wir unseren Strom natürlich von woanders beziehen müssen. Frankreich, Polen, Tschechei, Österreich, wie auch immer. Ja, glauben Sie, dass die unseren Strom schenken? Glauben Sie, dass sie so dumm sind und sagen, mei, der Deutsche braucht einen Strom von uns, den schenken wir ihm. Also werden Sie für den Strom dann ab nächstes Jahr vermutlich nochmal eine extreme Teuerungsrate haben. Dann haben Sie Stromteuerungsrate, dann haben Sie bei Heizöl, bei Diesel eine extreme Teuerungsrate, also bei Sprit, bei Autosprit. Dann haben Sie bei den Nahrungsmitteln eine extrem hohe Teuerungsrate. Aber die Inflationsrate liegt immer noch im einstelligen Bereich. Warum ist das so? Naja, weil die Elektronikgeräte noch nicht sehr teuer geworden sind. Der Fernseher, der mit in den Warenkorb ist, ist ja immer noch sehr günstig gerechnet oder immer noch sehr günstig zu erwerben. Computer, aber wie oft kaufen Sie einen Fernseher? Wie oft kaufen Sie einen Computer? Wie oft kaufen Sie zum Beispiel Autoreifen, die auch noch nicht wirklich betroffen sind von der extremen Teuerungsrate? Das wird dann erst in der nächsten Saison, in der Wintersaison kommen, weil der Ölpreis ja mit Sicherheit auch noch steigen wird. Und das ist das, was ich sage, nein, es ist nicht ausschließlich der Ukraine-Krieg zuständig. Natürlich hat er einen leichten Einfluss drauf, aber die Preissteigerung, die Teuerungsrate, die Inflationsrate hat größtenteils die EU zu verursachen. Gucken Sie mal in die Schweiz, die hat die Inflation von 2,2%. Warum? Oh, die haben eine eigene Währung, die haben ihren Franken, der ist stabil. Die können handeln. Das ist das, was wir schon Jahre oder eigentlich seit Gründung erfordern, dass wir raus müssen aus dem Euro, denn der macht uns alle kaputt und der zerstört den Frieden auch auf unserem wunderschönen europäischen Kontinent. Also wenn ihr wirklich was dagegen tun wollt, aber wie gesagt, der Deutsche ist ja demonstrationsfaul, der lässt sich ja alles gefallen. Jetzt dürfen wir uns zumindest wieder frei bewegen. Es sind wieder Volksfeste. Sie müssen keine Maske mehr tragen. Wobei, wie gesagt, jetzt kommt dann die Winterreifenmaske. Also von O bis O, von Oktober bis Ostern, so wie man eigentlich Winterreifen am Auto haben sollte. So kommen jetzt dann auch die Maskenpflicht, vermutlich. Genauso wird die Impfpflicht wieder kommen. Aber bis der deutsche Michel wach wird und das versteht, ist vermutlich schon zu spät und dann ist es auch mit der Teuerungsrate schon zu spät. Also für Leute, die wirklich wach sind, wach werden, wir von der AfD, wir stehen an eurer Seite. Ihr könnt euch auch jederzeit an uns wenden, per E-Mail, über unsere Homepages, über die Fraktion, über die Partei, wie auch immer, wendet euch an uns. Erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Weil wir tun schon alles für euch, was irgendwie möglich ist. Aber wir sind nicht die bösen Rechtspopulisten, weil wir euch das sagen, was wirklich passiert und die anderen versuchen alles zu vertuschen. In dem Sinne hoffe ich, immer ein bisschen was erklärt zu haben, also dass nicht ausschließlich der Ukraine-Krieg daran schuld ist und das ein reines EZB oder überwiegendes EZB-Problem ist, ein Euro-Problem ist, ein EU-Problem ist. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wünsche euch erholsame Tage bis zu den Sommerferien, weil dann werdet ihr euch bald nichts mehr leisten können, der Urlaub wird gestrichen werden aufgrund der Teuerungsrate, aber es ist dem deutschen Michel egal, der hält das schon aus, der ist hörig, bleibt standhaft, bleibt aufrecht, ich wünsche euch Servus, pfiat euch, habe die Ehre, euer Stefan.